Empire Interactive Book Bear Entertainment. Ich musste das kurz mal beenden, wegen der GEMA, so. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich hatte ja schon überlegt, Mensch, was machst du denn jetzt als neues Projekt quasi? Und da habe ich mir gedacht, machst du doch mal Flatout Ultimate Carnage. Zum einen, weil ich da Bock drauf habe, zum anderen, weil man da auch mehr machen kann als bei Flatout 2. Optionen, da muss ich auch nochmal rauf. Grafik, das ist ja alles. Bei Grafik wollte ich zwar einen Witz machen, aber das wäre nicht jugendfrei. Also das wäre ein bisschen doof. Effekte ist 35. Mal 40. So, Controller. Rückwärts, rechts, Gang hoch. Runter, Nitro, S. Gut, dann ist ja alles supi. Dann fangen wir doch mal im Flatout-Mode an. Willkommen beim Autohändler. Hier können Sie Ihre ersten Wagen kaufen. Sie können sich nur Derbywagen leisten, aber wenn Sie etwas Geld verdient haben, können Sie auch an Rennen und Straßenklassenrennen teilnehmen, indem Sie die entsprechenden Wagen kaufen. Okay. Ja, ich nehme meist immer den Roamer. Farbe ist ja X. Ja, ich nehme mal Blau. Blau ist ja auch eine sehr schöne Farbe. Möchte diesen Wagen kaufen, natürlich. Willkommen zum Flatout-Modus. Hier können Sie Ihre Wagen in der Werkstatt ansehen, beim Autohändler neue kaufen, die bestehenden im Upgrade laden, ausbessern und mit zum Rennen gegen andere fahren und Geld verdienen. So, das machen wir denn gleich mal, aber erstmal was ein bisschen trinken. Das werde ich auch in Full HD hochladen. Wenn das geht natürlich. Wenn die Einstellung das alles erlaubt. So wie ich das eingestellt habe. So, haben wir denn schon mal was zum Ausbessern hier? Upgrade laden. Hier können Sie Ihren Wagen aufrüsten, indem Sie Teile aus der Auswahl erwerben. Wenn Teile verschiedene Upgrade-Stufen haben, können Sie mit dem entsprechenden Geld auch direkt die beste kaufen. Das weiß ich. 1200! Sehr schlecht. Leisten kann ich mir aber nicht viel. Noch 200 geht ja noch. Aber erstmal will ich mir erstmal nichts holen. Das war das erste Auto und ich werde das Auto noch wechseln, so wie ich das immer gemacht habe. Zum Rennen! Ein guter Anfang für Ihre Karriere. Kann man da auch hin? Nee. Günstige und haltbare Wagen. Wieso, wo ist da denn das Verfallsdatum? Müsste ich mal wissen. Wegen haltbar. Ne, das, ne. Günstige und haltbare Wagen. Auf Crash Derby Herausforderungen. Derby Initiation Cup. Cup Arcona oder was? Das tut weh manchmal, also die Sprüche, das... Die lange Straße beginnt an der BMX-Stanzstrecke. Das
und führt durch eine enge Schlucht. Wenn viele Wagen teilnehmen, kann es hier interessant werden. Wieso BMX-Strecke? Das ist so illegal. Da ist, kannst du doch nur mit BMX langfahren. Also wenn so ein BMX aussieht, also wie das Auto im Hintergrund, dann will ich gar nicht wissen, wie ein Auto denn aussieht. Also das, na gut. Nitro, haben Sie einen Gegner. Sichern Sie sich Nitro und gehen Sie andere Wagen treffen. Je fester der Treffer, der... Kann man auslesen. Ja. Zu Ende ist nicht. Schöne Gegend. Aber ich will mich nicht lange aufhalten. Einfach mal fahren. Mensch. Habe einfach mal einen fahren gelassen. Sogar mehrere. Der war schlecht, aber das interessiert mich. Du drehst dich mal um. Oder ich sende dich Baum. Genau. So habe ich jetzt ein bisschen Nitro. Und bin fast besser. Fängt ja sehr schön an. Langsam müsste ich mal aufholen. Bam. Hast du davon. Scheiße, dass ja keine Kühe sind. Das hätte ich mal die Kuh fliegen lassen. Das wäre ja wieder... Was anderes. Alter. Kommen hier alle in die Quere. Oh, die kuscheln hier, schön. Wie kann man so schön kuscheln mit dem Auto? Komm, kuscheln. Ah, schön gekuschelt. Ja, gut, mit den Reifen kuscheln, das... Und dennoch als Schwarzfahrer, weißt du, schwarze Reifen, Schwarzfahrer. Soll aber nicht hier irgendwie, ausländerfeindlich wirken, das ist ein... Bezieht sich einfach nur auf die Farbe des Reifens oder der Reifen, die ich vorne auf der Motorhaube hatte. Also nicht, dass ihr da irgendwas falsch interpretiert, das so will ich nicht anfangen. Kreuzt einfach mal einen Stein den Weg. Dass ich keine Zebrastreife nutzen, die Steine. Ist so gefährlich, Mensch, ohne Zebrastreife. Die haben noch nicht mal nach links und rechts geguckt, bevor sie über die Straße geflogen sind. Also das... Diese Steine heutzutage kennen auch keine Entzündung. Das... Nee, das... Kann ich nicht verstehen, sowas. Die haben einfach keine Entzündung gemacht. Ja, ich bin schon der Erste, ich weiß auch. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Aber ich will das auch so machen. Einmal mache ich eine Mission, einmal mache ich ein Rennen. Ist ja bei Ultimate Carnage so. Und ja. Müssen wir halt mal gucken. Und weil dann wird das auch nicht so langweilig, weil hätte ich jetzt Fallout 2 weiter gemacht. Sehr ein bisschen langweilig auf Dauer. Weil da keine Mission, na gut, fast, na, was heißt, hier sind einfach die Missionen besser als bei Fallout 2. Weil die auch ein bisschen anspruchsvoller sind. So wie Zeitfahren und so und gegen die Bombe fahren und so alles. Ist halt ein bisschen anspruchsvoller. Hab ich irgendwann ein Spiel ausgewählt? Ja. Bin schon ein bisschen bescheuert. Ja, man kommt ins Alter, da ist Alzheimer und... Achso, wie ich gesagt, wie ich noch sagen wollte, neues Jahr, neues Glück und ein neues Let's Play.
Und ja, wir haben das Rennen beendet. Pokal fortsetzen. Ja, ich habe zweimal den besten Fahrer gemacht. Das ist auch schön. So, dann werde ich mal Carnage-Mode machen. Zerstörung, Water Kernel. Würde ich einfach mal machen. Den Grinder. Ja, machen wir es einfach mal. Und völlige Zerstörung steht auf dem Programm. Verdienen Sie Punkte durch Rammen von Gegnern, Zerstörung der Umgebung, hohe Sprünge, Passieren von Kontrollpunkten. Für das Passieren von Kontrollpunkten erhalten Sie zusätzliche Zeit, die Ihre Platzierung beschert Ihnen einen Punktemultiplikator, der mit allen Punkten verrechnet wird. Bleiben Sie also in Führung. Ich bin der Führer. Der deutsche Führer. Na gut, der war nicht so... Den musste ich einfach bringen, sorry. So. Lass mich doch auch mal was kaputt machen. Hier, Mario, Rohre kaputt machen und so. Kann Mario mal wieder ein Rohr verlegen? Naja, Rohr verlegen, das hört sich so falsch an. Aber das... kann ja jeder für sich selber dann rein interpretieren einfach. Das ist jetzt mal eine Tonne fliegen. Naja, keine Ahnung, was es ist. Ja, ich soll ja hier so viel wie möglich zerstören. Und zerstören bin ich eigentlich ganz gut. Man sieht es ja hier auch. Bam! Zerstörung! Gewalt! Oh. Tunnelblick. Im wahrsten Sinne. Weil wenn ich jetzt eine Frau ramme, die so fährt, die kann man ja dumme Kuh nennen. Dann kann man ja auch so auch eigentlich auch so die Kuh fliegen lassen. Das wäre ja dann fast das... Sehr gut. Wieso unten muss ich eigentlich machen? Ich weiß das gar nicht. Ich will auch gar nichts. Ach, verbleibende Zeit. Ah. Die sind so verrostet. Hohe Sprünge. Ah, ja. Hui. Autsch. Autsch. Mein Auge sieht auch sehr gesund aus. Also diese Fahrrollsteile, das ist einfach... Game over. Bronze verdient. Oh, ganz knapp. Ganz knapp. Ich glaube nur 5. Autsch. Ich glaube nur 5000 drüber, ne? Oder 5 drüber. Siehst du, da habe ich sogar die Probe fliegen lassen. Mensch. So, dann mache ich mal eine kleine... Oh. Ja. So, ich mache dann mal einen kleinen Cut und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Oder... Ich weiß noch nicht, wie ich schneiden werde. Das muss ich erstmal sehen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich durchziehen soll oder nicht. Ich schneide immer bis 15 Minuten. Also das mache ich dann immer. Wann ich schneide, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt schneide,